Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge an 14:04 hier mit mir auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr damit eingeschaltet habt. Die letzte Aufnahmesession ist eine Weile her. Ich erinnere mich noch grob daran, dass wir uns mit Weinanbau beschäftigt haben. Gratis Wein für alle. Oh, wir sind jetzt hier bei einem anderen Spiel. Ich spiele nicht Factorio, es ist nicht WASD. Mein Gehirn muss ich erstmal wieder umstellen. Ich weiß, jede Minute meines Lebens, wo ich nicht Factorio spiele, ist eigentlich eine verlorene Minute. Aber es ist ein kleiner Rest-Ehrgeiz in mir, der unbedingt diese Sultansmoschee fertig machen möchte, weil ich einmal schon kurz davor war, sie fertigzustellen und dann haben unglückliche Umstände dazu geführt, dass ich sie nicht mehr fertigstellen konnte. Dieses Mal werden wir es schaffen und um das zu schaffen, brauchen wir Wein, haben wir uns entschieden und das haben wir gemacht und uns drum gekümmert. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und das hier mit mir durchsteht. Ich bin, ihr seht mich auch ein Stückchen weit erleichtert, also zumindest im Sinne von. Ist Gewicht von meinen Schultern gehoben worden, denn ich bin inzwischen mit drei von vier Klausuren durch. Ich habe hier scheinbar noch eine Quest offen, wenn ich das richtig sehe. Ein Glück habe ich geguckt. Beim letzten Mal haben wir die Quest, die wir aus dem letzten Aufnahmesession mitgenommen haben, direkt nicht mehr beendet bekommen, weil wir nicht aufgepasst haben. Das passiert mir ja nicht nochmal. So. Oh, das hat gerade ein bisschen nachgeladen, ne? Wir haben wenig Geld. Wir haben sehr wenig Geld. Das muss daran liegen, dass irgendjemand total unglücklich ist und richtig keinen Bock auf Leben hat, so. Das ist meistens der Grund. Das Leben hier ist schlicht, aber Allah gefällig. Der hier könnte Grund und Ursache dafür sein. Das ist das gleiche Grund und Ursache. Genau. Landläufig würde man wahrscheinlich Die Reise ja weist sagen. ihre Schiffe an. Warum steht hier überhaupt Eine ein Schiff? Expedition kommt zu was euer Herz begehrt. Hier Wolltest du befindet die sich Brillen das verkaufen? Was Schiff, wolltest du damit das machen? euch als mir lieb ist. Ich weiß es doch nicht. Fahr mal in den sicheren Heimathafen. Ist ja wirklich nebenan, du kannst ja rüberspucken hier. Ist mir doch gar nicht klar gewesen so. Ich habe das gar nicht so doll gesehen, dass wir direkt hier wohnen. Bei dem. Können wir doch direkt mit unseren 109.000. Wieso haben wir so viel Geld, wenn wir. Okay. Die Bilanz macht einfach, die macht Achterbahn. Die hat richtig Bock auf Heidepark Soltau hier, die Bilanz. Mir ist gerade. Der heißt der so? Ich habe gerade überlegt, so spontan an, und du musst jetzt den Namen von einem Freizeitpark droppen. In Deutschland und das ist das Kontakt mit Erste, einem was mir eingefallen Eisenbahnschiff ist. Ich weiß nicht, ob erarbeitet es sich überhaupt bereits. gibt. Wir warten auf Ihre Folgendes Rohstoffvorkommen ist fast ausgeschöpft. Die folgende Bärenhöhle. Das ist gar nicht schlimm, Wenn hier actually. weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann? Weil ich glaube, ich vorhatte, hier auf dieser Insel, das ist die Weintrauben-Insel und im übertragenen Sinne auch die Weininsel. Ich glaube, ich hatte hier vor auch. Oh, da fällt mir ein, ich muss ja wieder diese tolle Berechnungsseite aufmachen, die mein Spiel so dermaßen einschränkt. Aber nun, ein bisschen Schweinehaaren gehört halt dazu, nicht wahr? Ich weiß, früher hat man das alles noch per Hand ausgerechnet. I feel you guys. Aber das muss man heutzutage zum Glück nicht mehr tun. Ich merke gerade, ich habe meine Tabs geschlossen, wo der Anno 1404-Rechner da war. Freveltat, Freveltat, wer macht denn sowas? Jetzt haben wir es. Diese Cookies, ne? Aber ich bin noch, ich widersetze mich noch. Es ist ein gallisches Dorf und in dem Fall bin ich das, die sich noch widersetzt und das immer nicht einfach weggedrückt, sondern irgendwie versucht, eine Einstellung zu finden, die nicht direkt alles öffentlich macht. Das ist mein innerer eigener Anspruch, Allah dem ich da segne folge. eure So. Zuverlässigkeit. Also, es scheint so zu sein, dass ich Geschäftsbau abgeschlossen. Zwei Produktionsketten Wein hier implementiert habe. Das erkenne ich an den Seine Zahlen, Herren die bestellen vorliegen. keine Waren mehr hier. Es ist nämlich so, dass zwei Kältereien auf sechs Weingüter kommen müssen. Und das ist hier das doppelte Verhältnis. Dazu braucht es aber auch eben noch dieselbigen Fässer. Und
Das habe ich hier nicht hinbauen können, weil diese Insel leider nicht über Eisenvorkommen verfügt. Deswegen habe ich wahrscheinlich gedacht, diese Insel soll das tun. Mit dem Eisen. Und das wird auch getan. Jetzt müssten wir noch gucken, ob Vergangenheitsanne ein Schiff gemacht hat. Ja, Vergangenheitsanne hat ein Schiff gemacht. Das Schiff ist aber ganz schön weit unterwegs, weil es direkt noch nach Goldfurt fährt. Es wäre wahrscheinlich zeitlich klüger, das zu trennen, die Geschichte. Aber jetzt ist es erstmal, wie es ist. Wir noch mal kurz gucken, ob das hier alles in trockenen Tüchern ist. Denn die Fässer brauchen auf 2 Fässer rein. Also es sind 4, das ist das Doppelte. Das ist genau die Menge, die eigentlich die Weinhäuser brauchen. 4 Holz, 4 Holz. Und 2 Eisenschmelzen. 2 Dings und 2 Dings. Das ist perfekt. So, du stellst jetzt aber keine Fässer mehr her, weil du kein Eisen hast. Also auch wenn es auf dem Blatt perfekt ist, ist es in der Realität nicht perfekt. Das liegt daran, dass wir keine Kohle haben und kein Eisen. Und das liegt daran, dass hier keine Straße hinführt. Wahrscheinlich, oder? Nee, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass einfach nicht abgeholt wird. Wie kann das sein? Verstehe ich nicht. Keine Straßenanbindung. Doch, er sagt, es ist keine Straßenanbindung, aber... Excuse me. Ach Gott, es hat wirklich noch eins gefehlt. Ja, sad. Diese Sachen machen mich persönlich traurig. Da bin ich ehrlich. Das ist ein großer Trauerfall. Gut, dann hoffe ich, dass das jetzt läuft. Ich bin nicht in der Lage, das noch stark zu vergrößern. Nee, ich bin gar nicht in der Lage, das zu vergrößern, weil das Eisen hier ist voll. Deswegen, die Insel ist klein und fein. Also man kann jetzt hier noch ein bisschen Bier anbauen oder Brot. Aber ich glaube, so viel Potenzial ist hier nicht. Und hier gibt es viele so Holzfällerhütten und Sachen, die große freie Radien brauchen. Ja, jetzt haben wir hier uns eine Insel herangeschafft, die allein 500 Miese macht. Ne, das geht sowas in den Geldbeutel. Das glaubst du gar nicht, wie das auf den Geldbeutel schlägt. Ich habe jetzt überlegt, ob ich hier ein paar Bauern hinzimmer. Einfach damit es nicht ganz so bei null ist. Aber man holt sich dann ja auch den Teufel in die Küche. Sagt man so? Man geht in Teufels Küche. Man kommt in Teufels Küche. Das ist, glaube ich, der richtige Begriff dafür. In der Tat baue ich hier Steine ab. Aber in der Tat habe ich keine. Okay, ich habe eine Steinmine. Ihr könnt mir alle mal kreuzweise. Mit euch handle ich hier gar nichts. Weil irgendwie sinkt das, das ergibt alles gar keinen Sinn. Wo geht denn der Stein hin? Wo wandert der denn hin, wenn ich fragen darf? Der wird ja nicht verbraucht von irgendwas. Naja, wir können ja trotzdem. Alleine um der Ausbeutung der Natur willen brauche ich jetzt hier natürlich 4 Steinbrüche hin. Dann ist jetzt wirklich alles abgefrühstückt hier von dieser Insel. Das ist doch toll. Das freut mich. Ja, da sind wir doch schon wieder drin. Ne? Direkt Probleme identifizieren, Probleme lösen. Wunderbar. Kann man gar nichts gegen sagen. Es sind Fässer angekommen. Es sind Fässer im Haus. So, hier ist das eine Schiff, was da so ein bisschen verprügelt wurde gerade. Hier ist ein weiteres Kampfschiff, falls irgendein Schiff unbewacht ist. Hier wäre die Bewachung. Ja, die Insel hier ist so ein bisschen zwiespältig. Soll die Insel werden, wo der Kaiserdom entsteht. Am Ende, das soll die Insel werden, wo der die Sultansmoschee entsteht. Ich finde, keine der Inseln ist wirklich ideal dafür. Aber was soll man machen? Kann man nichts machen. Die Insel ist auch sehr unter Wert hier. Hier wird auch gar nichts gemacht eigentlich.
das Problem. Oh, jetzt fällt mir die Aufgabe wieder ein. Das schaffe ich wahrscheinlich wieder nicht. Mann, warum versiegen denn die ganzen Rohstoffquellen hier? Boah. Das geht dermaßen in die Kreide. Na gut. Kann ich jetzt hier. Der macht den Großeinkauf. Das finde ich gut. Ist es jetzt hier richtig? Das macht mich wahnsinnig, dass man das nicht sehen kann. Das könnte auch weiter hier oben sein. Vielleicht gucke ich erstmal hier. Aber ich dachte, hier hätte ich schon geguckt. Das verwirrt mich jetzt alles ein bisschen. Oder fehlt mir irgendwas? Eine Produktion kommt zum 5. Fleisch, nee, eine weitere kann ich noch. Ich erinnere mich, ich hatte Fleischprobleme beim letzten Mal. Weil ich das eigentlich genau ausbaldowert habe, die Menge. Und dann habe ich da gestanden und gewartet. Auf bessere Zeiten. Ich finde es immer komisch, dass diese Dinger immer dauerhaft leuchten. Eigentlich habe ich keinen offenen Auftrag. Also jetzt wird es langsam albern. Werkzeug. Brot. Brot. Es ist Brot. Kein Holz. Oh Gott. Ja gut, dann können wir das auch vergessen. Es ist einfach fucking Brot. Ihr könnt es nicht sehen, oder? Könnt ihr das sehen? Es kann sein, dass ich da drüber stehe. Der will für eine Expedition will der 8 Werkzeuge, 8 Brot und 8 und 5 Fleisch. Und ich habe Holz mitgegeben. Das tut natürlich weh. Boah, schaut euch mal an, wir haben auch kein Brot mehr. Das liegt es an der Insel hier. Oh, ihr schenkt mir alle Marzipan, das ist super nett. Das ist hier für die Insel, ne? Ja. Ein Rohstoffvorkommen ist fast erschöpft. Und das nächste. Genau, das können wir noch schnell machen. Diese Bärenhöhlen hier. Wie läuft das nochmal mit der Produktionskette? Hey. Das kann ich hier gar nicht gucken, oder? Doch. Ich mach das sogar schon. Ich habe 3 Pelztier-Jagdhütten. Alle 3, die es gibt. Und die sind für 3 Kirschnereien. Warum habe ich nur eine Kirschnerei? Da hat sich aber jemand verzählt. Oder liegt es daran, dass ich kein Salz habe? Was ist der Grund? Benötigt Rohstoffvorkommen. Ah, Flussbauplatz. Flussblau. Flussblauplatz. Genau. Der Flussblauplatz. Wer kennt's nicht? Ich wollte gerade fragen, kann ich Brücken bauen in dem Spiel? Es ist mir noch nie aktiv aufgefallen, ob ich eine Brücke baue in 1404. Vielleicht habe ich nie eine Brücke gebaut. Kann das sein? Ich muss mich gleich mal auf den anderen Inseln umgucken. Werkzeuge kriegst du nicht selber. Die müsste ich jetzt hier noch rüberschiffen. Hoppala, das Fleisch, das wollte ich behalten. Also ich habe nur das Material für eine Expedition. Entweder ist sie das jetzt oder nicht. Ach. Ja, danke. Ich finde, Anno ist immer so anstrengend. Ich kann immer gar nichts erzählen. Bei Pokémon kann ich immer so viel labern. Was gerade so in meinem Leben abgeht. Aber hier geht es leider nicht. Ich überlege, ob... Ich sehe gerade, dass hier hinten noch eine variable Ressource ist. Die eigentlich geil wäre zu verwenden. Ich habe das Problem, dass ich die hier alle schon benutzt habe. Also es gibt 6. 1, 2, 3, 4... 19.000? Ist das Inflation? Oder was? Hier ist so ein gestrandetes Schiff.
15 Kaffee. Okay. Ich versuch's. 1, 2, 3. 4, 5. Ja, okay. Ach, willkommen im Club. Mit dem Typen habe ich auch Krieg. Seit Tag 1. Und es wird auch nicht mehr aufhören. Wahrscheinlich. Gut, ich lösche jetzt mal das hier oben. Und setze hier eine Kohlemine rauf. Perfekt. Ich glaube, das können wir richtig gut gebrauchen. Also. Ach geil, ich habe einfach mal Glück. Und wo muss ich jetzt hin? Hier hin. Und jetzt das ganz Wichtige ist, ich habe nur noch 3 Minuten. Und eins, dass ich das dann abgebe. Dass ich die Ware, die ich jetzt da in meinem Dings habe, hier ins Konto packe. Sonst ist der Quest verloren. Das Quest, die Quest, die Quest. Verloren. Oh, der Turm ist fast kaputt. Die reparieren sich scheinbar nicht selber. Die Türme. Möchtest du kurz Kaffee holen gehen? Gibt es überhaupt 15 Kaffee? Wow. Der Kaffee ist voll. Ich glaube, ich sollte ein paar mehr Lager bauen. Kann ich zufällig gerade ein kleines Lager ausbauen? Ich habe ja auch gar kein extra Lager hier. Mach alles voll damit. Okay, jetzt ist es vorbei. Mehr Baumaterial gibt es nicht. Schön, erstmal verdoppelt. Tiefenentspannt. Deswegen, das freut mich wirklich. Ich habe das einfach durchgespielt. Also Kaffee habe ich durchgespielt. Ich habe mir innerlich so Gedanken gemacht zum Spielstand. Ich glaube, ich muss mehr Fruchtbarkeiten nutzen. Weil ich teilweise echt das verschwendet, das Potenzial hier mit den Items, die zu benutzen. Gut, der Rosenkranz ist jetzt vielleicht nicht das geilste Item zwischen hier und Mexiko. Aber es gibt, glaube ich, andere Potenziale, die noch groß sind. Hier habe ich ja das Problem, dass ich hier schon... Genau, hier habe ich jetzt Hanf. Baue ich überhaupt Hanf an? Ja, 2 Stück. Für Seile. Okay, warum Seile? Weil ich eine kleine Werft hier habe. Ach, das ist ja nett. Dir ist aber schon klar, dass du dafür teilweise Waffen brauchst. Oder? Ist dir das klar? Ich frage da nur so. Manchmal ist es mir nicht klar. Sind mir die Konsequenzen nicht bewusst. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Meine Flotte ist. Ich will mal kurz gucken, wo das Schiff hier. Ob sich das irgendwie trägt. Weil ich habe das Gefühl, das trägt sich nicht. Oh, ich wollte Werkzeuge abholen. Danke für die Erinnerung, Gehirn. Danke dafür. Das ist jetzt nicht das ideale Transportschiff. Ich habe ja hier gar keine. Ich kann bestimmt von hier. So, jetzt habe ich nämlich dran gedacht. Weg damit. Ist erledigt. Ich bin so gut. 44 Tonnen. Dingsmaschinen, Kriegsmaschinen. Das ist eine Menge. Ich habe jetzt den Vorteil, dass diese Schiffe extrem viel Fassungsvermögen haben. Das habe ich mir mit meinem Ruhm erkauft. Das ist extrem nice. Da räumt man dann schon mal schnell so ein Lager leer. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Das wird jetzt einfach mal hier rüber geschickt. Die Kirschenerei, ja, das ist die Sache mit dem Salz auch, ne? Ich habe keine Ahnung, wie ich mir Gedanken, ob ich mir darüber Gedanken gemacht habe, dass die Kirschenereien Salz brauchen. Brauchen sie das überhaupt? Bin ich verwirrt. Benötigt Pelz und Salz, aber das ist nicht in der Vogtei angezeigt. Vielleicht, weil ich es nicht produziere. Wo kriege ich nochmal Salz her? Brauche ich dafür eine Mine? Sohle, ja. Ist doch perfekt. Ich kann hier richtig viel Sohle herstellen. Und dann brauche ich für die Kirschnerei eine auf eine, also
Eine würde sogar reichen. Kann ich mir die schönste aussuchen. Die hier zum Beispiel. Lass mich raten, die ist nicht im Baubereich. Doch, sie ist im Baubereich. Oh, ich will nicht den versierten Steiger. Mann, das ist so ungefähr der 100. Ich will einfach nur das Fundament einer Sultansmoschee. Das kann doch nicht so schwer sein. Also ich muss jetzt mal beobachten. Jetzt sind hier 42 Tonnen Fässer angekommen. Ob das irgendwie reicht, bis das Schiff das nächste Mal hier ist. Transportroute bauen. Oh, man kann auch mit dem... Das wusste ich gar nicht. Ist mir nie aufgefallen. Speicherstadt. Vergrößerte Ladekammer plus 15. Oh, die Speicherstadt erhöht diese... die Ladekapazität. Gut, dass ich noch zufällig eine zweite baue. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Keine ernsthaften Unfälle. Wie schön. Okay, also. Schritt 1. Salzmine. Schritt 2. Saline. Und das war's, oder? Es wird immer noch nicht angezeigt, im Übrigen. Sehr spannend. Ah, hier wird's aber angezeigt. Aber rückläufig nicht. Auch interessant. Aber das braucht jetzt auch Kohle. Oh nee. Ranzingen, wer hat denn da gekokelt? Es ist nicht gut, wenn man die Kerzen anlässt, wenn man rausgeht. Das habe ich gewusst. Passt gerade so. Also. Was war das? Ich dachte, ich hätte das gerade aus Versehen direkt bewegt. Egal. Braucht das Kohle? Ja, shit. Es braucht auch noch Kohle. Kohle und Sohle. Das ist eigentlich mein Merkspruch. Ja, da kann ich jetzt gar nichts machen. Die wache Bohne. Ein Schlachtermesser, geil. Das wollte ich schon immer mal haben. Höhere Produktivität von Schlachtereien bei der Warenherstellung einer Siedlung. Sind es auch diese Rinderschlachtereien? Weil die sind echt nicht so gut bei mir. Die sind eher so negativ. Ja, also es gibt jetzt entweder die Möglichkeit, dass ich auf dieser Route, wo schon Fässer transportiert werden, auch noch Kohle transportiere. Aber ich glaube, ich habe nicht das... Ich habe nicht die Menge. Ich meine, ich kann jetzt natürlich hier noch zwei Dinger hinzimmern, die jetzt wahrscheinlich nicht ganz auf 100% laufen werden, schätze ich mal. Und dann nimmt er immer noch mal so 20 mit oder so. Sich der fackelt einfach ab, was die anderen anpflanzen, was sie eigentlich abfällen wollen. Ist doch auch witzig. Genau, und dann setze ich einfach hier auf die Route. Dann nimmt er einfach noch mal so... Ja, wie viel wird es sein? 25. Kohle mit. Und lädt die hier aus. In der Hoffnung, dass das passt. Trübau. Erinnert mich an Trübabrook. Das Spiel habe ich auch gespielt. Ich habe eine innige Beziehung zu Adventures, weil das meine ersten Spiele generell waren, die ich gespielt habe. Monkey Island natürlich der Klassiker. Nicht das erste, dafür bin ich zu jung. Aber ich glaube, den mit dem Meistersuppes, den Teil, ich weiß nicht, welcher Teil das ist. Du kannst kaum noch schwimmen. Aber ich habe noch so ein Kampfschiff übrig. Kann da mal einen Begleitschutz fahren, anstatt rumzustehen. Unnütz.
unnützes Rumstehen hilft niemandem. So. Ja, jetzt müssen wir einfach gucken, wie wir gucken. Also die Fässer sind schon alle, das reicht nicht. Das, was in der Zeit, in der dieses Schiff hier umherfährt, da ankommt, reicht einfach nicht. Es müsste mehr sein. Das ist aber... ja, ich glaube, das würde halt besser werden, wenn ich direkt die Wege nehme und nicht noch den Umweg machen würde. Über Goldfurt, dann bräuchten wir aber zwei Routen. Also wenn ich das jetzt hier rausnehme und die jetzt nur noch hier rumfahren, das ist jetzt so ein bisschen die Micromanagement-Schraube, an der man noch drehen kann. Und dann machen wir einfach noch eine neue Route. Oh Gott. Nee, was zum Halleluja, was ist denn das? Habe ich gerade irgendwie 8-mal die gleiche Dings da hinzugefügt? Die gleiche Insel? Alles klar, läuft bei mir. Genau, hier wird alles Wein eingesammelt, was geht, und alles Wein wieder abgeliefert. Zusätzlich kannst du gerne noch alle von diesen Kirschenreihgeschichten da abliefern. Dafür ist die Insel ja da. Unter anderem. Und das macht die Horizont 2. Ich habe jetzt extra nachgeschaut. Ja, die Horizont 2 macht das. Perfekt. Ist jetzt Kohle hier angekommen? Ja. Jetzt können die hier machen. Und dann brauche ich natürlich noch die dritte Kirschnerei. Angeblich reicht eine Saline-Dings. Warum ist denn die Musik aus, wenn ich fragen darf? Hatten wir nicht mehr genug? Ein gutes Geschäft ist eine willkommene Abwechslung. Ich höre gar nichts mehr. Habe ich aus Versehen. Okay. Ich habe hier hinten so ein Drehrad. Ich muss aus Versehen daran gedreht haben. Weird. Was wolltest du tun? Genau. Actualizer kann man nicht genug haben. Vor allen Dingen, das hier ist, glaube ich, echt viel in Betrieb. Das kann das hier so ein bisschen entlasten. So, und dann müssten wir jetzt mal schauen, ob sich das besser trägt. Von der Menge her. Naja, Steine werden hier auch hergestellt. Können wir auch irgendwo was mitmachen. Womit auch immer, wo auch immer. Du bist einfach wirklich nur zum Spaß da, du Insel, oder? Weil eigentlich haben die auch Weintrauben hier. Das ist eigentlich attraktiv. Aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt kein Projekt mehr für heute. Das ist für Zukunftsanne. So. Ich stelle wirklich fest, dass Bier und Brot nicht ausreicht. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir eigentlich sagen müssen, dann müssen wir hier, ich finde es manchmal merkwürdig. Ich produziere hier Stein, aber es ist kein Stein da. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wahrscheinlich habe ich da irgendwas mal gemacht. Ich helfe euch gerne aus. Was dazu führt, dass das irgendwo hingeht oder was auch immer passiert. Ich kann mal gucken, ob es irgendeine Route gibt, auf der... Ich wollte gerade sagen, Kaffee, hä? Was ist das für eine Kaffeeroute? Aber nee, das ist schon die nächste. Gewürze und Werkzeuge. Bücher. Most. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. Steine und Kräuter. Mhm. Warum auch immer das von da kommt. Seile. Ah ja. Die Seile, die wir hier produzieren, werden auch da hingeschickt.
Also ich hab zwar hier eine Schiffbauhämmerei. Ihr wisst schon, Werft. Schiffbauhämmerei. Habe ich da zwar, aber ich vertrage das auch noch woanders hin. Was Schiff? Hier. Aha, es ist genauso, wie ich mir das dachte. Gut. Danke für die Frage. Meine Güte, das müssen wir jetzt gleich mal investieren in irgendwas. Das Geld. Erstmal ein paar Schiffe bauen. Lieferst du ab? Ja, jetzt läuft es. Das läuft jetzt viel besser. Kohle scheint sich auch so auszugehen. Jetzt müsste man nur darauf achten, dass hier nicht zu viel Kohle weggeht. Wenn hier zu viel Kohle weggeht, können die ihre Teile hier nicht bauen. Das wäre natürlich auch schlecht. Och nee. Och, nicht schon wieder die Kaffeeinsel. Lustig, da war genau an der gleichen Stelle schon einmal. Sonst hätte ich ja hier den Wehrturm gar nicht hingestellt. Die greifen genau an den gleichen Punkt wieder an. Auch das noch. Also jetzt kommt wieder alles zusammen hier. Ich finde es mit den Bettlern ein bisschen merkwürdig, weil die mich jetzt einfach auch nicht mehr fragen. Zumindest in meiner Erinnerung ist die letzte Frage ganz schön lange her. Deutliche Niederlage. Okay, dann müssen wir einmal nochmal schiffen, umherschiffen. Also, brauche Werkzeuge. Zufällig zur Verfügung? Nein, keine. Zero. Richtig gut. Ich finde es einfach auch traurig, dass das wirklich, das ist das Grundprodukt von diesem Spiel. Das ist eines der ersten Dinge überhaupt, die man produziert. Und ich krieg's einfach nicht gebacken. Mit den Werkzeugen. 20, 1. Manchmal denke ich, das sind meine eigenen Schiffe, die da ankommen. Ich kann auch noch die zweite Salzmine hier benutzen. Ich habe auch das Gefühl, die Kirschnerei läuft nicht auf 100%. Könnte es sich jetzt anschauen? Nee, die eine läuft gar nicht. Oh, weil die voll ist. Hat es nicht geklappt mit der Straße? Ich mache einen Rundweg. Es hat wirklich aus irgendeinem Grund nicht geklappt. Okay. Cool. Du bist aber nicht voll am Tun. Du bist nur bei 30% am Tun. Sohle und Kohle. Und hier. Nein, ich gehe mal auf die falsche Insel. Sorry. Gut, die zwei Schiffe, die ich in Auftrag gegeben habe, sind fertiggestellt. Schön. Noch mehr Schiffe, die ich in der Gegend rumstehen lassen kann, ohne dass damit jeweils was passiert. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Richtig gut. Der kämpft noch mit hier. Der Turm. Zwar schon fast tot, aber er kämpft noch mit. Freut mich. Das nenne ich Kampfgeist. Ich finde es manchmal merkwürdig. Die stehen manchmal so einfach an meinen Inseln so dran, wo man sich fragt, was genau plant ihr hier? Wenn ich fragen darf. Vielleicht gibt es ja ein richtig geiles Imba-Item, was dazu führt, dass mehr Gewürze produziert werden. Was für ein Duft. Hier, bei der Rösterei wird mehr hergestellt. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass es sowas wie Ähnliches gibt, nur für Duft. Der Sultan wird davon erfahren.
Ich werde es versuchen, aber das ist natürlich schon sehr wertvolles, ein sehr wertvoller Wunsch. 20. Oh, Entschuldigung, das war zu viel. Läuft. Brillen läuft auch extrem gut. Wo möchtest du es hingeliefert haben? Hierhin, ja? Das ist korrekt. Zu diesem Schiff, was mitten im Nirgendwo steht. Der Ratsversammlung einen Namen, bevor es ein anderer tut. Ja, komm. Das ist doch ein Schnäpperchen. Das ist doch ein Schnapper. Die Insel holen wir uns. Weißt du nicht, was wir hier tun? Aber es wird schon was einfallen. Boah, es wäre richtig geil, wenn man so Transformations-Items hätte. Sowas wie, transformiere so und so viel Stein in Eisen. Oh, ich habe ja hier sogar noch einen zweiten Turm. Wahrscheinlich kriegen die das jetzt auch doch alleine hin. Ich habe nicht gesehen, dass hier noch ein zweiter Turm ist. Ja, das war auch ein leichter Quest. Eine leichte Quest? Ich sag's immer falsch, ne? Gut. Ich nehme auch gerne ein Item, was die Produktivität von so Feldern erhöht. Gar kein Problem. Also, jetzt sind wir wieder bei den üblichen. Bei der üblichen Kacke hier. 2 Getreidefarmen auf eine Mühle. Also brauche ich hier 8 plus 4, das passt. Schauen wir mal, wie viele Getreideplätze wir hier noch unterkriegen. Okay, habt ihr den Vogel gehört? Der war laut in meinem Ohr. 1. Ist das da das Markthaus? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. 2. Immer dran denken, es braucht Zugang zu einem Markthaus. Boah, ich kann es da noch hinbauen. Geil. Oh, und schon wieder eine Speicherstadt. Ich mache das gerne häufiger, wenn ich dafür jedes Mal 500 Ruhm kriege. Da kenne ich nichts. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. So, ja, ich wollte gerade sagen, hier ist doch ein Markthaus. Ein fairer Handel. Das hat jetzt die 4 hier im Blick. Die nehmen sie alle mal so ein bisschen gegenseitig. Helfen die sich immer. Dann kann ich hier noch eins hinsetzen. Hinsetzen. Ich habe vorhin gerade die Nintendo Direct gesehen, die jetzt Mitte Februar gewesen ist. Und das letzte Spiel, was gezeigt wurde, war ein Unterwasserspiel, wo man irgendwie so schwimmen kann. Und ich muss sagen, es gibt nichts Schlimmeres, was ich mir vorstellen kann. Doch, es gibt noch schlimmere Sachen, aber es ist eins der schlimmsten Sachen, die ich mir für ein Spiel überhaupt vorstellen kann. Die haben das in dem Trailer so, ja, das ist total faszinierend und so, man kann hier voll erkunden und alles. Ich krieg da Angstschweiß, wenn ich in diese Szenerie denke. Ich habe einmal eine Stunde oder zwei versucht, Subnautica zu streamen, weil es ist ja eigentlich auch ein Basenbauspiel, das müsste mir ja eigentlich liegen. Das Problem ist, ich habe mir so in die Hose gemacht, von allem, was da unter Wasser war, diesen dunklen Höhlen und diese Tiere und alles hat mir so Angst gemacht, dass ich das gar nicht nachvollziehen kann, dass Leute Bock darauf haben, Unterwasserspiele zu spielen. Wirklich nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich finde es total ein gruseliges Szenario. Period. Hier passt keins mehr hin, ne? Bisschen schlecht gebaut, aber vielleicht kann ich da stattdessen eine Mühle oder so hinzimmern. Baubereich ist geblockt. Warum das? Einfach... Ach so, nee, nicht genug Baumaterial. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ja, da haben wir doch noch ein paar zusätzliche Weizenfelder hier hingeschafft. Sehr, sehr gut. Finde ich gut.
Boah, es ist jetzt inzwischen so, dass es nicht mehr so früh dunkel wird und es verwirrt mich voll in meinem Zeitverständnis. Ich will heute Abend noch schwimmen gehen. Es ist jetzt kurz vor 17 Uhr und ich dachte, lohnt es sich jetzt noch eine zweite Folge aufzunehmen? Ich werde es, glaube ich, machen gleich, damit ich nächste Woche Ruhe habe. Aber ich bin so verwirrt, weil es noch so hell draußen ist. Und ich denke, 17 Uhr ist eigentlich schon recht spät. Wenn ich jetzt noch eine Folge aufnehme, dann ist 17:30 Uhr und dann muss ich schon was essen machen, damit ich um 20 Uhr im Schwimmbad sein kann. Egal, das sollte euch nicht interessieren. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben, damit es so war, und abonniert selbstverständlich diesen Kanal. Da freue ich mich. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, ist immer noch nicht die 200er-Marke erreicht. Das heißt, das Special ist noch in weiter Ferne. Ich plane ein Anno-Special. Ein Anno-Nuzlocke-Crossover quasi. Als 200-Abonnenten-Special. Deswegen hoffe ich, dass zu dem Zeitpunkt vielleicht, wo ich das. Ach nee, das ist ja morgen. Die Folge morgen ist auf keinen Fall bis morgen. Also ich nehme ja immer so im Voraus auf. Nee. Das ist ja jetzt für morgen die Folge. Ich war ja so spät dran mit der Aufnahme. Also ja, ich hoffe, dass ihr jetzt noch abonniert und dann, dass wir das Wochenende hier die 200 voll machen. So. Und $10.000 dürft ihr auch noch da lassen. Da freue ich mich. Okay. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.